Guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück zum dritten Part von Yu-Gi-Oh! Das letzte Mal wurden wir ja kläglich besiegt von den Herrn Tsunami, Angriff der Tiefe. Und ja, das werde ich natürlich nicht auf mich sitzen lassen. Ich werde ihm jetzt das alles zurückzahlen. Dann wird er leiden. Er wird ins Reich der Schatten gehen. Ach, verdammt. Das setzt auf jeden Fall schon mal... Gut, er spielt wenigstens als Erster. Das heißt, dass wir hoffentlich angreifen können oder... Mal gucken, es geht ja im Endeffekt darum, seine Lebenspunkte auf Null sinken zu lassen. Wer das noch nicht verstanden hat. So. Okay, er holt gleich seinen Umi. Feldzauberkarte. Dadurch werden seine Monster, glaube ich, stärker. Ja. Ich darf nur nicht Maschine oder Pyro rufen. Dann den keltischen Wächter. Und gleich mal aufrüsten mit Horn des Einhorns. Dann nochmal Spiegelkraft, just in case. Und jetzt haben wir schon mal einen 2100er. Das dürfte er eigentlich nicht aufhalten können. Ja, easy. Meine ich doch. So, jetzt hoffen wir einfach, dass er keinen scheiß Removal hat oder sonst irgendetwas. Das würde mich sonst nämlich ziemlich sauer machen. Mystischer Mond. Ja gut, das geht ja nur mit unter ungeheuer Krieger, zum Beispiel diese komische Mausratte. Keine Ahnung, was das sein soll. Und rüsten wir auch gleich mal aus. Jetzt haben wir eigentlich relativ starke Monster und können hoffentlich sein jetziges, was da liegt, kaputt machen. Ach, fuck! Ja gut, das hat sich dann auch wieder erledigt. So eine Scheiße. Durch Umi kriegt er ja viel. Sind die ja insgesamt stärker. Haben wir es ein bisschen Schaden kassiert. Habe ich Fels? Ne, habe ich nicht. Toll. Aber wir können den angreifen. Oh, und zerstören. Nice. Gut. Endphase. Ach, ich hab gar nicht. Da fällt mir gerade ein. So. Jetzt funktioniert es doch gleich besser. Bin schon gewundert, warum es so leise war. Da fehlte die Musik. Ah, jetzt haben wir Fels. Setzen wir, dann können wir den Effekt aktivieren. Und dann waiten wir kurz. Greifen mit keltischer Krieger sein Monster da an. Da, gut. Oh, das wäre stark gewesen. Und jetzt warten wir noch bis zum nächsten Zug. Wenn er meinen Fels dann nicht kaputt haut, dann ist alles gut. Ich meine, gut. Das ist auch nicht schlecht. Wie viel hat er jetzt? 1300. Dann kann ich ihn sogar direkt angreifen. Genau. So. Ah! Oh. Ach so, na gut, das geht noch. Ach, fuck. Was steht da? Ah, okay, dann müssen wir das irgendwie kaputt machen. Das ist halt echt nicht gut. Wir haben aber leider auch nichts mit Fels gerade. Ah, nee, das will ich doch nicht. Ja gut, Battlephase. Metalphase. Und das sei. Und jetzt machen wir ihm ja eh keinen Schaden, ne? Genau. Nutzlos. Ah, scheiße.
Ja, das bringt uns jetzt nicht allzu viel. Aber ich kann. So. Ich werde den letzten Platz hier mal nicht benutzen. Ich hätte natürlich auch das Hörnchen setzen können. Aber das ist ja dann useless. Wenn wir dann keine. Wenn wir irgendwie so einen Zauber kriegen, mit dem wir das kaputt machen können. Das ist echt nervig, dass man dem jetzt keinen Schaden zufügen kann, so. Och Mann. Aber nicht so schlimm. Es gibt tragischere. Boah. Ja, Endphase. Ich brauche entweder ein Monster mit Fels. Oder halt irgendeine Karte, die es zerstören kann, ne? Ödland. Ach komm. Ach, ich hätte die Karte zerstören. Ach, ist egal. Meine Güte. Wahrscheinlich macht er gleich irgendwie. Ja, genau, das dachte ich mir schon. Aber wieso hat er es gemacht? So, Fels. Die ist nicht. Ja, wieso hat er das so gemacht? Eine Falle. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Falle ist. Ach, weißt du was? Ist egal. Ich kann auch einfach so machen. Jetzt kann er sowieso nichts tun. Dann zerstöre ich nächste Runde seinen Umi. Dann kann ich ihn wieder auf die Fresse hauen. Hä? Gut. Ah nee, sie ist ja unberührt, oder? Oh, okay. Ha, interessant. Das hätte nämlich richtig scheiße sein können. Das ist interessant. Jetzt kann ich die flippen. Die geht wieder zurück auf die Hand. Ja, Angriff auf den Mond, bitte. So, das ist auch kaputt. Und er hat ein freies Feld. Erstmal buffen, würde ich sagen. So. Jetzt gibt's Damage, würde ich sagen. Also, auf die Fresse. 3200, 2100 und 1800. Das ist schon nicht wenig Schaden. Wenn er jetzt nichts machen kann, dann ist er nächste Runde tot. Aber das habe ich schon letzte Folge gesagt. Deswegen lasse ich es lieber. Er ignoriert das einfach. Das habe ich nie gesagt. Wenn er jetzt wieder diese Kackfallenkarte zieht. Ja, nochmal Angriff auf den Mond. Setze ich. Jetzt gucken wir. Nix. Keltischer Krieger, greife seinen Lebenspunkte direkt an. Oh, das ist doch gar nicht mal so schlecht gelaufen, würde ich sagen. Was für ein großartiges Duell. Ich salutiere dir, mein Freund. Dieser Sieg war nicht leicht gewonnen, Marco. Du bist selbst ein großer Duellant. Alles klar. Als nächstes der Dinosaurier-Duellant. Ja, gut, dann spielen wir wohl wieder als Joey. Gegen diesen kleinen. Die waren ja in der Serie, war ja dieser Käfertyp und der da waren ja Friends. Aber waren das nicht immer die Loser? So, was haben wir denn? Kriechdrache.
Das ist nicht ohne. Als erstes das. Das setze ich erstmal. Dann benutze ich Seelentausch. Das ist nämlich nice, weil ich. Genau. Wenn ich jetzt Tribut beschwöre, kann ich sein Monster dafür verwenden. Dann überlege ich. Ach. Da war ja was. Und ich kann nicht angreifen. Ach, das liegt an Seelentausch. Sagoretsu-Rüstung. Und Koji Kossi. Nice. Ja, und ich beende meinen Zug. Du bist dran, Rex Raptor. Oh Gott, ist das ein schlechter Name. Ich meine, es ist mir schon klar, dass du dein Deck magst und Dinosaurier sind ja auch cool und so. Aber wieso heißt du dann Rex... nenn dich nicht Rex Raptor. Nein. Ja, ich würde sagen Battlephase und Metalphase. Und weiter angreifen. Na, was macht er? Ja gut, jetzt liegt er wieder verdeckt. Wenn das so ein Angriff annullieren ist, dann ist Polen offen. Ja, komm. Okay, dann nicht. Dann nicht, ich hab ja nur... Ich wollte die Sache ja nur schnell vorüberbringen, ne? Aber nee. Wenn du das nicht willst, dann mir das auch egal. Ne, der macht jetzt nicht im Ernst den gleichen Trick. Er benutzt beide. Oh. Nicht roh. Oh. Was kann. So, Drache. Drache, erwache! Der Tausenddrache. So, Angriff. Metalphase. Und so. Wenn er jetzt mit seinem rotäugigen Drachen angreift, dann kann ich einfach Sagoretsu-Rüstung aktivieren. Und er kann nichts mehr machen. Oh. Ja, möchte ich. Tja, was machst du jetzt, Raptor? Das ist auch kaputt und er hat keine Karten mehr. So. Tributbeschwörung. Und Rex Raptor ist, glaube ich, tot. Nice. Natürlich gewinnen wir. Ich glaube, du hast meine Sternchips gewonnen. Ich habe nicht nur deine Sternchips gewonnen, sondern auch deinen Rotäugigen. Was ein Assi! Der nimmt ja einfach seinen Drachen weg. Das ist ein Kackspaten. Der böse Geist von Ring, den machen wir nächstes Mal. Und dann wünsche ich noch einen guten Mittag, einen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das guckt. Und dann würde ich sagen, tschüss.